Hier ist Radio Bremen. Guten Morgen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir senden auf den Mittelwellen 221 Meter, entsprechend 1358 Kilohertz, und 278 Meter, entsprechend 1079 Kilohertz. Sowie auf Ultrakurzwelle in den Kanälen 4, 8, 17 und 23. War es genau 8 Uhr und 10 Minuten. Der Alltag der Rundfunkleute ist erfüllt von dem pausenlosen Rhythmus der Sendung. Und so sind, wenn am Morgen die ersten Mitarbeiter zum frühen Sendebeginn erscheinen, oft erst wenige Stunden seit dem Ende der letzten nächtlichen Probe vergangen. Radio Bremen sendet Frühnachrichten. Der sowjetische Außenminister Molotow und der britische Außenminister Eden, die bei den Genfer Indochina-Verhandlungen... Erst später wird es im Funkhaus lebendig. Einer der ersten ist der Postbote. Seine Fracht an Briefen und Paketen wiegt täglich mehrere Pfund. Allein Herr Bremermann erhält Tag für Tag etwa 50 Einsendungen. So, das wär's. Diese Flut von Briefen ist einer der Impulse, die mit jedem Tag die Arbeit im Funkhaus anregen. Zahllose Hörerbriefe, Manuskripte, Zeitungen, Angebote von Künstlern, Schriftstellern, Dichtern, Vorschläge, Ideen, gute und weniger gute, aber alle willkommen, denn wer wöchentlich rund 150 Stunden Programm machen muss, der scheut die Mühe nicht, aus den Hunderten von Einsendungen das Beste herauszufinden. Ist die Entscheidung gefallen, dann gilt es rechtzeitig, die geeigneten Sprecher zu verpflichten, Produktionstermine festzulegen, Honorarscheine auszustellen, damit der Produktionsablauf reibungslos vonstatten gehen kann. Wir also greifen Programmplanung und Verwaltungsarbeit, die von dem Verwaltungsdirektor geleitet wird, eng ineinander. Denn auch der Papierkrieg muss beim Rundfunk elastisch geführt werden. Doch lassen Sie uns sehen, was man sonst noch im Funkhaus treibt. Dieter Ruckohl, der Unterhaltungschef. Oh, er scheint es eilig zu haben. Na nun, auch der Programmdirektor, Dr. Arnold. Herr Nagel, der Oberspielleiter, Herr Menzel, der Nachrichtenchef, Dr. Gosslich, der Verantwortliche des Musikprogramms und nun auch Dr. Wessel, der Leiter der literarischen Wortsendungen. Und da Hörspiel und Heimatfunk vereint, die Herren Döpke und Freudenberg und von rechts der Pressechef, Herr Dumont du Boitel. Ach, das sieht nach einer Verabredung aus. Richtig, heute ist ja Programmsitzung. Hier in diesem Raum wird allwöchentlich zwischen dem Intendanten, dem Programmdirektor und den Leitern der Programmabteilungen besprochen, abgestimmt und geplant, was einige Wochen später den Hörern draußen am Lautsprecher in den Sendungen beider Programme geboten wird. Woche für Woche gilt es, zahllose Programmstunden und Minuten vorzubereiten, zu ordnen und nicht zuletzt zu produzieren. Beim Zeus, was ist geschehen, gnädigste Herrin? Das Gewitter, die Milch ist geronnen. Halt, bitte, ja, Frau Eggers. Bitte? Etwas herrischer das Ganze. Besonders intensive Vorarbeiten und Proben erfordert das Hörspiel. Alle Götter, wenn mich der Kaiser in diesem unwürdigen Zustand sieht.
Lauf, meine Liebe, und hole die Mägde. Und was sollen die Mägde? Stopp, Frau Eggers, das ist noch zu kräftig. Sie sind kein kleines Mädchen, das sich schmutzig gemacht hat, sondern eine Dame. Und es geht um ihre Schönheit. Ah, ja, 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 jetzt verstehe ich. Darf ich nochmal zurück? Ja, das ganz normal. Amina! Amina! Beim Zeus, was ist geschehen, gnädigste Herrin? Das Gewitter, die Milch ist geronnen. Alle Götter, wenn mich der Kaiser in diesen unwürdigen Zustand sieht. Lauf, meine Liebe, und hole die Mägde. Und was sollen die Mägde tun, gnädigste Herrin? Mich freilöffeln, du Gans! Das Herz des Senders aber ist das eigentliche Sendehaus, das sowohl den 20-Kilowatt-Sender, der das erste Programm ausstrahlt, als auch den 3-Kilowatt-UKW-Sender für das zweite Programm beherbergt. Hier, wie überall im Funkbetrieb, ist bei der Kontrolle der komplizierten Apparaturen ständige Wachsamkeit erforderlich, damit sich der Sender auch nicht den kleinsten Äther-Seitensprung erlaubt. Wachsam muss auch der Intendant eines solchen Senders sein, der auf der Kommandobrücke die gesamte Verantwortung für den Kurs seines Funkschiffes zu tragen hat. Ich darf Ihnen jetzt noch einmal eine Luftaufnahme zeigen, die Ihnen einen Überblick über das gesamte Gelände ermöglicht. Hier am Turm ist der Eingang zu dem eigentlichen langgestreckten Funkhaus. Anschließend haben wir ein Studio, dann die UKW-Studios und den großen Sendesaal mit dem Eingangsflügel. Eine funkbegeisterte Mitarbeiterschaft hat mit aktiver Unterstützung unseres Rundfunk- und Verwaltungsrates dieses Werk geschaffen. In knapp 8 Jahren hat sich Radio Bremen vom 2-Stunden-Sender zu einer leistungsfähigen Rundfunkanstalt mit 2 Programmen entwickelt. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Radio Bremen wird sich in Kürze mit eigenen aktuellen Programmen auch am deutschen Fernsehen beteiligen. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass Radio Bremen aus dem Äther nicht mehr fortzudenken ist. Thank you.